Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier wieder, was man aktuell investieren kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit den Karten, die aktuell sehr, sehr interessant sind zum Einkaufen. Ihr seht, es sind neue Man of the Matches gekommen. Es sind sehr, sehr viele bei Abstoß. Also diese Karten hier sind alle bei Abstoß. Die könnt ihr euch alle kaufen, diese 6 Stück. Habe ich jetzt auch noch geboten. Also wir werden sehen jetzt während dem Video, ob wir die bekommen oder nicht. Also ich glaube, die müssen auch alle so auslaufen. Ja, auch der 8 Minuten. Sollte auch am Ende wahrscheinlich passen, dass wir den bekommen. Den ersten haben wir schon, ist auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Top-Partien. Wie gesagt, die 6 Karten könnt ihr euch natürlich auch holen, wenn ihr ein bisschen mehr habt. Top-Partien eher für Leute, die weniger haben. Oder auch, ja, kann man sich auch holen, wenn man viel hat. Ist relativ egal. Wir haben 8 Partien vorbereitet. Ligaspiele und natürlich die Champions League und Europa League Duelle habe ich mit reingenommen, weil es könnte sein, dass die wieder vorkommen, dass man Europa League Duelle oder die Champions League Duelle braucht. Oder vielleicht sogar wieder beide, sind ja insgesamt 4 Partien. Könnte ich mir gut vorstellen, Freunde. Könnt auch gerne eure Meinung, wie gesagt, gerne reinschreiben. Wir fangen auf jeden Fall erstmal mit den Ligaspielen an. Da spielt Arsenal gegen Manchester United. So, Arsenal. Haben wir ein bisschen was eingekauft. Ah, nee, der ist ein bisschen zu teuer eigentlich für 1000. Und Ospina und hier noch 2 untauschbar. Ist auf jeden Fall okay, kann man mit leben. Menu habe ich nichts geholt, ist zu teuer. Habe ich glaube ich nur ein paar Bronzene gehabt oder so. Ja, hier ein paar Bronzene. Holt euch auch einfach die. Geht auf jeden Fall klar, Bronzene. Werdet ihr nichts verkehrt machen. Falls da kann auch sein, dass man kein Rating braucht und die Bronzene auch sehr, sehr teuer werden. Die nächste Challenge ist in der Bundesliga, also die nächste Partie. Spielt Bayern gegen Frankfurt. Sehr, sehr gutes Duell. Kovac wird ja Bayern-Trainer. Vielleicht bringt die EA deswegen auch ja, das als Top-Partie. Man weiß es nicht. Hoffen wir es einfach mal. Gibt hier nicht so viele günstige Spieler. Bei Bayern habe ich jetzt auch nur 3 Stück. Geht aber klar. Frankfurt weiß ich gar nicht, ob ich welche gekauft habe. Nee. Frankfurt kaufen wir einfach gleich noch ein paar. Nächste Duell ist aus der russischen Liga. Besser gesagt, ist auch nur eins aus der italienischen, aber da sind wir schon vorbei. Deswegen gehen wir erstmal in die russische Liga. Da spielt Zenit gegen Spartak. ZSK, nicht Spartak. Ja, hier habe ich nur ihn bekommen. Die sind sehr, sehr teuer aktuell. Die Zenit-Spieler würde ich euch nur empfehlen. Moskau-Spieler aktuell so. Sind bei Abstoß, kosten so 400. Geht auf jeden Fall klar, Freunde. Nehmt euch da auf jeden Fall ein paar mit. Kann man nichts verkehrt machen. Und dann noch in der italienischen Liga spielt Juve gegen Inter, auch ein relativ gutes Duell. Sind aber auch schon ein bisschen teuer, die Spieler. Also, ja, so Inter habe ich halt sehr, sehr viel nur im Verein. Ist auf jeden Fall gut. Juve, ja, habe ich nicht so viel, aber auch schon ein paar, die man abgeben könnte. Könnt euch genau, wie gesagt, immer dieselben kaufen, die ich mir kaufe. Ja, Freunde, und dann wären wir mit den 4 Partien schon durch. Dann gibt es jetzt nur noch eigentlich die Champions League und Europa League Duelle. Da spielt auf jeden Fall Liverpool gegen AS Rom. Kann man jetzt mal kurz schauen. Ich habe da noch nicht eingekauft, muss ich noch machen. Liverpool habe ich keine. Aber wie gesagt, ihr holt euch einfach für Abstoß. Ich denke, das Prinzip sollte klar sein. AS Rom, ja, haben wir jetzt 3 Stück, geht auf jeden Fall klar. Ja, untauschbar und einen für 700. Holt euch auf jeden Fall, wenn ihr die für 700 bekommt, die glänzenden die. Bayern habt ihr gesehen, muss ich ja nicht zeigen. Real weiß ich jetzt nicht, ob ich da was habe. Könnte sein, dass ich da noch vielleicht ein paar schlecht bewertete Spieler habe. Ja, hier die 3 Stück. Kann man auf jeden Fall sich auch mitnehmen. Wird man nichts verkehrt machen. Arsenal habe ich euch ja auch gezeigt. Atletico muss ich noch zeigen. Habe ich aber auch, glaube ich, nichts mehr im Verein bei Atletico. Atletico Madrid. Ah, ja, okay, doch noch ein bisschen was. Aber wahrscheinlich alle, ja, alle Erstbesitzer. Ist auf jeden Fall klar. Und dann in dem anderen Europa League Duell spielt auf jeden Fall Marseille gegen RB Salzburg. Salzburg weiß ich gar nicht, ob ich da was im Verein habe. Kosten aber eh nichts. Ja, nee. Aber nichts müssen wir auch noch einkaufen. Und wie gesagt, dann haben wir noch Marseille. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Team. Sollte ich ein bisschen was haben. Nicht Lyon, Marseille. Ja, Marseille haben wir auch relativ viel im Verein. Perfekt, geht auf jeden Fall klar. Wie gesagt, die sollten auch günstig sein. Ja, schaut das halt, dass er die für 500, 600 bekommt, dann geht es auf jeden Fall klar. Wenn man durch mit den Top-Partien, Freunde, da würde ich sagen, ja, schauen wir mal, ob wir die 6 jetzt bekommen haben. Ja, okay, der eine läuft noch. Ja, okay, die haben wir alle bekommen. Wie gesagt, ihr habt gesehen, ich habe die jetzt hier live erboten. Ich habe jeden auch wirklich nur einmal geboten. Habt ihr gesehen, ich habe die bekommen alle. Und die werdet ihr alle leicht bekommen. Er hier ist sogar am interessantesten, weil er halt ein 84er Rating hat. Wenn da irgendwas kommt, ein SBC, könnte der sehr, sehr teuer werden. Könnte man theoretisch auch mehrmals mitnehmen, den Kollegen. Gehen jetzt erstmal
zu den Informs, welche sich da wieder für die Woche lohnt, Freunde. Dann gehen wir natürlich noch ein bisschen fein durch, schauen, ob wir den anderen Kollegen auch bekommen. Er hier sollte 10k kosten. Wenn ihr den für 10k bekommt, ja, 10k könnt ihr den mitnehmen. Genauso wie ihn hier, 10k auch auf jeden Fall mitnehmen. 10k den auch. Also wenn ihr Gold-Informs für 10k bekommt, immer mitnehmen. Könnt ihr gar nichts verkehrt machen. Den hier würde ich für so 7k mitnehmen. 7k ist guter Preis für ihn, genauso wie ihn hier. Silber-Informs für 7k könnt ihr nichts verkehrt machen. Also wenn ihr die für 7,5 könnt ihr auch noch mitnehmen, ist auch noch okay. Könnt ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Ihn hier, wenn ihr den für 18 oder so bekommt, könnt ihr den auch mitnehmen. 84er Rating geht immer auf 23.000 bis 25.000 hoch. Deswegen, das ist auch immer eine sehr, sehr gute Investition, die 84er mitzunehmen. Ja, bei dem hier, den würde ich nicht investieren, aber man könnte ihn sich trotzdem einmal mitnehmen. Ich habe den ja gezogen, habe den natürlich auch behalten, aber ja, er kostet halt 15.000, das ist ein Mindestpreis. Könntet ihr ihn auch direkt wieder für 14.800 oder so abstoßen, falls ihr die Coins sofort wieder braucht, würdet ihr 200 minus machen. Also ihr könntet den ruhig mitnehmen, werdet den nichts verkehrt machen. Volland kostet, glaube ich, so 20.000 würde ich nicht mehr mitnehmen. Ist das Rating einfach zu schlecht und der Spieler ist nicht so geil, dass er ja oft gespielt wird, also... Ja, da möchte ich mir jetzt nicht zu nahe treten, aber in Ultimate Team ist er jetzt nicht so brauchbar wie andere Spieler. Den hier würde ich auch nicht mitnehmen, ist auch zu teuer meiner Meinung nach. Der ist nicht aus der Premier League, schade. Sonst wäre das ein guter Preis gewesen. Den würde ich aber auch nicht investieren, der ist mir auch, finde ich, auch viel zu teuer. Der hier auch zu teuer, aber der hat gute Werte. Der hat wirklich gute Werte, Freunde, also... Der hat wirklich sehr, sehr gute Werte. Donnarumma, wenn ihr ihn spielen wollt, holt ihn euch. Wenn nicht, würde ich ihn nicht investieren. Hat natürlich sehr, sehr gut. Sein Price Range wurde auch angepasst. Hatte die ganze Zeit nur bis 100.000. Jetzt hat er, glaube ich, bis 180 oder so irgendwas. 170, okay. Sehr, sehr stabiler Preis auf jeden Fall. Rufier würde ich auch nicht investieren. Er hier ist eigentlich interessant zum Investieren. Er kostet nur 40.000, hat richtig stabile Werte. Also der könnte sich wirklich lohnen. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Könnte man sich einmal mitnehmen. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil ja, ich hole mir lieber 84er Informs für 20k. Wenn ihr natürlich viele rumliegen habt, könnt ihr den trotzdem mitnehmen. Ich glaube, der Rest lohnt sich eigentlich auch nicht so mitzunehmen. Kompany lohnt sich nicht. Wir gehen, wie gesagt, alle einfach mal durch. Naldo würde ich auch nicht mitnehmen. Bekommt ihr ihn trotzdem. Stellt euch mal vor, Naldo, trotz wie der sein muss. Wenn der hier schon 79 Schuss hat, 85 Schuss oder 90 Schuss sogar, muss der Innenverteidiger trotz haben. Das wird ja brutal. Was kostet der? 80k würde ich auch nicht mitnehmen. Wabel könnte man mitnehmen, wenn man ihn für 20 bekommt. Ah, ist ein bisschen teurer. Wenn der auf 20 runter geht, könnt ihr den noch mitnehmen. Isco, ja, würde ich auch nicht mitnehmen. Ist auch zu teuer. Ja, Coutinho auch nicht, auch zu teuer. Wagner, wenn er 20 kostet, wäre ein guter Preis. Was kostet der Kollege? Aber also wenn ihr Wagner für 20 bekommt, könnt ihr den auf jeden Fall auch mitnehmen. Giroud ist auch, glaube ich, viel zu teuer. Ja, lohnt sich auch nicht mitzunehmen. Und ja, Zaha. Ja, auch viel zu teuer, 160, 170.000, würde ich nicht einkaufen, ist auch zu teuer. Wie gesagt, das ist nur meine Empfehlung. Wenn ihr natürlich sagt, ah, den einen, denkt ihr steigt, dann kauft euch den einen, Freunde. Schauen wir mal, ob wir den einen hier bekommen haben. 17 Sekunden läuft er noch. Irgendwelche Spieler wollte ich noch kaufen. RB Salzburg-Spieler kaufen wir. Und noch Frankfurt-Spieler, die kaufen wir noch zusammen, Freunde. Dann haben wir den Kollegen auch bekommen und dann, ja, wird das Video auch nicht so lange gehen. Ich versuche das immer relativ kurz zu halten, aber ja, ihr wisst, ich laber dann zu viel, Freunde, und dann zieht sich das alles in die Länge. Hier gibt es Gold, Meier gibt es, Aseb nehmen wir mit, De Guzman nehmen wir mit und diesen Pharrell nehmen wir mit, ist auf jeden Fall gut. Es gab irgendwo noch einen Alex Meier hier. Ja, schade, haben wir nicht bekommen, aber ihr seht, so ist es halt das Prinzip. Ich kaufe die Non-Ware maximal für 500 als 600 nehme ich manchmal auch mit, wenn es ein guter Verein ist, ein sehr, sehr guter Verein. Dann schaue ich, was gibt es für 200, gibt es vielleicht für 200 irgendwas, ja, ist jetzt nicht so interessant. Wenn die 63er hätten, würde ich den mitnehmen, weil 59 ist mir jetzt zu niedrig, aber wie gesagt, 63er oder so könnte man mitnehmen, oder falls es einen silbernen gibt, aber scheint es hier nicht zu geben, deswegen nehmen wir hier keinen mit. So, dann gehen wir noch in die österreichische Liga. Wie gesagt, holen noch ein paar Salzburg-Spieler, falls das Duell kommt. Salzburg hat, glaube ich, keinen Goldspieler oder nur einen. Ich glaube, müsste einen sein. Als ob der so teuer ist. Ist der so viel? Das würde mich jetzt wundern. Nee. Okay, da machen wohl irgendwelche illegale Geschäfte, so wie das aussieht.
Mich schon gewundert, wenn der so teuer wäre. So, schauen wir einfach mal, was die Silberspieler von Salzburg kosten. Den nehmen wir mit. 400 ist okay. Ihr seht, die sind jetzt schon bei 400. Die kosten sonst immer 200 oder sind Abstoß. Die könnten natürlich auch versuchen, die zu erbieten. Wäre dir nichts verkehrt, mein Freund. 500. Ja. 73er für 500. Sehr, sehr guter Preis. Wie gesagt, ihr könnt auch versuchen zu erbieten. Vielleicht habt ihr Glück, kriegt einen für 150 oder 200 Coins. Dann zeige ich euch noch schnell, wie ich die biete. Also, wie gesagt, 500 kosten die. Könnt ihr auch natürlich 300 auf jeden bieten. Bietet die einfach durch. Also, das ist ja relativ leicht. Das kann ja wirklich jeder machen. Könnt ihr natürlich auch einfach direkt wieder für 500 reinstellen oder 600, weil, wie gesagt, die werden jetzt eh gekauft. Habt ihr so gesehen auch noch einen Trading-Tipp zusätzlich in dem Video drin, Freunde. Schauen wir jetzt, ob wir den Kollegen bekommen haben, aber das sollten wir eigentlich bekommen haben. Und den haben wir auch für 350 bekommen. Hätte mich auch gewundert, wenn der 8-9K gekostet hat. Von den Silbernen werden wir nicht jeden bekommen, aber ich denke die Hälfte oder so werden wir schon bekommen. Ja, hier gehen wir auf jeden Fall nochmal mit, Freunde. Und dann würde ich sagen, wäre es das auch mit diesem Investiervideo gewesen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.